geht tatsächlich darum, mit Gewinnspielen auf Facebook abzurechnen. Ihr werdet heute nichts lernen, sondern nur puren Hass erfahren. Aber vielleicht wird es ganz unterhaltsam, wir werden mal sehen. Es geht ganz grundsätzlich nur um die Voraussetzungen zu klären, um Markenkommunikation auf Facebook. Das ist auch mein persönlicher Hintergrund. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von TLGG. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass wir die aktuelle Social-Media-Agentur von Vodafone sind. Wir betreuen Payback und Ferrero, in dem Fall mit der Marke Nutella. Das heißt also, ich habe ein bisschen Markenerfahrung und ich habe auch ein bisschen Gewinnspielerfahrung. Wenn jemand im Nachhinein googeln möchte, man wird mir auch nachweisen können, dass ich gegen alle Prinzipien, die ich hier zeigen werde, schon verstoßen habe. Fair enough. Ich habe mal versucht, das Ganze in einen Verlauf zu packen, der so ein bisschen einem Verlauf, wie ich es kennengelernt habe, eine Social-Media-Kampagne zu planen, sich annähert, damit man versteht, wo kommen denn die Ideen her, die ich hier präsentiere. Es ist also eine Social-Media-Kampagne und ihr Verlauf. Wir alle kennen das. Grundsätzlich fängt das alles bei Facebook an. Marke A, wer auch immer, möchte eine Facebook-Fanpage launchen, weil man das jetzt eben so macht. Das ist oftmals auch der intrinsische Grund, das zu tun. Facebook-Kampagnen werden oft gelauncht, weil das eben der marktnächste Konkurrent jetzt so macht. Also der Grund ist, weil man das jetzt eben so macht. Der zweite Punkt ist, grundsätzlich hat niemand auf Marke A gewartet. Wir haben jetzt also diese Fanpage und die Fans kommen trotz aller Verheißung nicht von selbst. Wir klären noch die Grundsituation. Insofern stellt sich relativ schnell die Frage, wie kann ich mindestens genauso viele Fans anlocken wie all die anderen großen Marken, weil letztlich sind die ja auch nicht bekannter als ich. Das ist die übliche Situation in Marketingabteilungen. Das Ego ist ausreichend groß, um den Anspruch zu haben oder um Ziele zu formulieren, die ungefähr hier liegen. Ich habe mal die Top 10 der deutschen Marken nach Social Bakers, heißen die inzwischen, formuliert. Also unterhalb von DM-Drogeriemarkt, also 204.000 Fans innerhalb kürzester Zeit, sollte man es eh nicht machen. Wenn dieser Anspruch unterschritten wird, dann ist man nicht erfolgreich. Das ist zumindest die Wahrnehmung von vielen Marketingverantwortlichen. Insofern ist die Frage, und da kommt Statistik ins Spiel, was wollen denn diese Fans von mir als Marke eigentlich so generell auf Facebook? Was ist das, was macht, dass die Fans mir in Scharen zuströmen? Und dann ist man sehr, sehr schnell dabei, weil das findet man eigentlich in jedem mittelgut geführten Facebook-Blog, sich diese Statistik anzugucken, und wahrscheinlich kennen die relativ viele von euch. Die ist nämlich sogar noch relativ neu, Januar 2011. Ich hätte auch eine alte nehmen können, das Bild wäre genau dasselbe. Man sieht, Fans wollen, wenn sie in Panels befragt werden, neueste Nachrichten über eine Marke zu 62%, neue Produktinformationen zu 61%, Gewinnspiele und Giveaways, also Freebies, Zeug, zu 58%, was erstmal ein relativ sicheres Brett zu sein scheint, Rabatte zu 55% und so weiter und so fort. Zu den anderen kommen wir im Detail. Insofern, wir lernen, Neuigkeiten, Produktinformationen, Gewinnspiele, Vorteile oder die Kraft der eigenen Love-Brand sind der Weg in die Herzen der Fans. Kraft der eigenen Love-Brand, das muss man erklären, werde ich gleich auch noch tun. Menschen wollen, und auch das sagen sie in Panels, wenn sie befragt werden, oftmals Fan von Marken werden, weil das sich so schön auf dem Profil macht. Wir sind da konkret selber von betroffen. Nutella ist nämlich eine Marke, bei der es Fans nicht in erster Linie um Interaktionen geht, sondern darum zu sagen, Nutella ist irgendwie so wie ich. Das ist das, was wir früher die StudiVZ-Gruppen mit diesen lustigen Sätzen, heute sind es eben Marken, die irgendwie profilbildend sind und auf den eigenen Status abfärben. Wir kennen das. Wenn ich also basierend auf dieser einen Statistik, viel mehr Statistiken werden häufig nicht angeguckt, anfange, eine Strategie zu entwickeln, stellen sich folgende Probleme heraus. Erstens, es gibt ein Silo-Denken in Marketingabteilungen. Marken sind nicht darauf vorbereitet, wie Medien zu denken. Das trifft die beiden zuerst genannten Motivationsfaktoren, in Fan einer Marke zu werden, nämlich das gesamte Thema Produktneuigkeiten und Informationen einer Marke. Marken haben nicht besonders oft besonders viel zu erzählen aus sich selbst heraus. Wenn man eine große deutsche Marke nimmt, das trifft auch wiederum Nutella, dann ist es so, dass Kommunikationsanlässe in einem klassischen Markenplanbild ungefähr 4-mal im Jahr vorkommen. Da wird eine Kampagne gebaut und das ist das, was Marken zu erzählen haben. Woran liegt das? Das liegt daran, dass klassische Marketingabteilungen heute nicht so kommunizieren, wie sie kommunizieren sollten. Der Anspruch wäre dieser hier.
Der Anspruch wäre zu sagen, wie können Marken werden wie Medien? Wie können Marken tatsächlich in einem bestimmten inhaltlichen Horizont der Konsumenten die Rolle besetzen, die sonst ein Medium, eine Zeitung hätte? Wenn wir zurückdenken, was heißt denn das für die Corporate Brand, dann ist der Anspruch der, ich habe immer wieder was Neues zu erzählen, das wäre die PR-Abteilung, das Ganze zahlt auf meine Marke ein, das ist die Marketing-Abteilung, ich habe eine gewisse Reichweite, das ist die Media-Abteilung und im Standardfall reden die nicht miteinander und haben keinen Prozess, der die zusammenbringt, sondern jeder hat seine eigenen Ziele und jeder hat seinen eigenen Anspruch. Ich habe mal eine Präsentation gemacht, die drehte sich im Wesentlichen darum, welche Fehler, welche Art von Agentur in sozialen Kanälen macht. Und dann wird man sehen, wenn man eine mediagesteuerte Kampagne hat, dann ist relativ schnell der Reach-Block gebucht, zulasten von Inhalten, die dann auf einer Fanpage stattfinden. PR-Agenturen neigen klassischerweise dazu, unglaublich gut geführte redaktionelle Kanäle bei Reichweiten Irrelevanz zu produzieren. Und die klassische Werbeagentur tendiert dazu, Farmwill oder den aktuellen Trend auf Marke nachzubauen. Tatsächlich ist es so, dass alles drei ineinander nur funktionieren kann, wenn man den Anspruch hat, News und Informationen zu haben. Sonst merkt man relativ schnell, und das tun relativ viele Marken, man kann da beliebige Marken bei Facebook raussuchen, man hat eigentlich nichts mehr zu erzählen und kommt zu einer Kommunikation, die lautet, Marke XY wünscht euch ein schönes Wochenende. Und deswegen steht auf der Folie, ein nachhaltiger und interessanter redaktioneller Kanalbetrieb gelingt nur den wenigsten Marken, denn Marken denken in Kampagnenzyklen. Und das ist auch tatsächlich immer noch so, was Marken nicht verstehen, wenn sie Social Media Kampagnen, und das sagt es im Grunde schon, machen, ist, dass es tatsächlich ein latenter Betrieb ist und dass Armin Jochum, wenn er in einer W&V sagt, Markenbetreiber hätten die innere Sehnsucht nach der großen Idee, insofern Unrecht hat, dass die eine große Idee nicht das Jahr voll macht, sondern tatsächlich ist es so, dass ich einfach Content brauche. Ich brauche Markencontent, weil Menschen wollen Markencontent. Das gelingt vielen Marken nicht. Wir kommen zum zweiten Problem. Ich nenne es das Sylt-Aufkleber-Problem und das sieht ungefähr so aus. Ich hatte so ein bisschen darauf hingedeutet, es gibt Marken, die funktionieren wie der Sylt-Aufkleber. Die möchte ich nämlich gerne auf meinem Facebook-Profil haben, weil ich irgendwie so bin wie Starbucks oder Apple oder Sylt, wie in diesem konkreten Fall. Niemand möchte mit diesen Love-Brands reden, sondern es ist in allererster Linie ein, ich will sagen, wie ich bin. Insofern 47%, die hier in der Statistik angeführt sind, allows me to show, I like the brand, sind grundsätzlich weniger dialoggeneigt, sondern es geht um das Sylt-Aufkleber-Problem, was mich zu der einen Frage in dieser Präsentation bringt und die lautet so, wann sind Sie eigentlich das letzte Mal auf Ihren Sylt-Aufkleber angesprochen worden? Hat jemand einen, mal ehrlich? Also statistisch müsste jemand hier einen haben, traut sich jetzt nicht. Also ganz grundsätzlich geht es darum zu verstehen, dass der Grund, warum Menschen Fan werden, oftmals, und das ist tatsächlich korrelativ zur Bekanntheit der Marke, keiner ist, der in erster Linie auf Dialog abzielt, sondern einer, der Statusgründe hat. Wenn man sich das statistisch ein bisschen genauer anguckt, dann ist es interessanterweise so, dass in diesen Panels, die da gemacht werden, um das rauszufinden, im Wesentlichen Menschen unter 29 sagen, ich klatsche mir die Marke aufs Profil, weil sie so viel über mich sagt. Menschen über 31 sind eher informationsgetrieben. Auch das etwas, was in Tausender-Panels rausgekommen ist und deswegen zumindest mit einem Fragezeichen versehen gehört. Was bleibt, wenn ich all das habe? Naja, das Einfachste. Das hier. Wir verlosen ein iPad. Wie wir in der Statistik vorhin gesehen haben, sind 58% der Menschen, wir haben auf die Statistik geguckt, interessiert daran, an Gewinnspielen teilzunehmen. Also brauchen wir ein Gewinnspiel. Im Moment geht iPad relativ gut und das ist tatsächlich, ich habe da eine Statistik bemüht, alle iPad-Gewinnspiele in Facebook oder einen Ausschnitt aus denen, die diese Woche enden. Also das ist nicht etwas, was ich mir mühsam zusammensuchen musste, sondern ich habe nur die genommen, die diese Woche enden. Man kann in Facebook relativ viele iPads gewinnen im Moment. Also, man nehme eine Handvoll iPads. Ein Tab, das unter allen neuen Fans so 1 bis 10 Stück verteilt. Wenn man ein bisschen mehr Geld hat wie die Sparkasse, dann vielleicht noch eine TV-Kampagne, die darauf hinweist, dass man das tut. Hier gibt es übrigens 10 Stück iPads zu gewinnen, auf einer Seite, die wahrscheinlich nach der Kampagne wieder wegkommt. Was fehlt? Richtig Druck auf dem Gewinnspiel. Also Leute, die wissen, dass es dieses Gewinnspiel gibt und die auf das Tab Fan werden klicken, weil sie ein iPad gewinnen wollen. Was man inzwischen machen kann, und ich weiß nicht, ob der eine oder andere das kennt, ist in Facebook Gewinnspielportale zu gehen. Mein Lieblingsbeispiel, da habe ich auch lange gebraucht, rauszufinden, was das eigentlich soll, ist glitzerfrosch.de.
Glitzerfrosch.de ist mir das erste Mal aufgefallen, als es bei der Nutella-Seite WMF-Streicher zu gewinnen gab. Das haben wir vorher gar nicht angekündigt und man musste auch nicht Fan werden erst. Und plötzlich ganz viele Menschen mit diesem kleinen Frosch im Winkel ihres Profilbildes Fan von Nutella wurden. Glitzerfrosch ist unter glitzerfrosch.de und eurer jeweiligen Fanpage ein Gewinnspielportal, das seinen mittlerweile 10.000 Mitgliedern, im Web sind es glaube ich noch mehr, jeden Tag ein Gewinnspiel ankündigt, alle Ratefragen schon auflöst und im Grunde Gewinnspiele routet. Man kann es aber auch noch einfacher haben als bei Glitzerfrosch. Das wird redaktionell geführt, welche Gewinnspiele dort stattfinden. Man kann auch hier hingehen, täglich ein Gewinnspiel. Man kann es von da hinten wahrscheinlich schlecht sehen. Hier steht Gewinnspiele vermarkten, CTR 17% kostenpflichtig. Also das heißt, bei täglich ein Gewinnspiel ist es mir möglich, einfach mein Gewinnspiel für Geld zu listen. Dann bezahle ich nach Klick und dann kommen die Menschen auf mein iPad-Gewinnspiel und werden mein Fan. Das ist das, wie ich Druck auf eine Kampagne bekomme. Passiert auch. Was ist denn das Ergebnis davon? Und das ist die Frage, an der ich mich mit meinem persönlich motivierten Vortrag im Wesentlichen aufhänge. Wenn es genug iPads gab und der Mediadruck hoch genug war, Erfüllung der quantitativen Ziele des Marketingchefs, 50.000 Fans, jawohl. Ich habe also 50.000 Fans und meine Zahlenziele erreicht und bin jetzt vielleicht auf Rang, weiß ich nicht, 43 in den Social Baker Statistiken. Das ist das, was ich erreicht habe. Ich habe ganz sicher 50.000 Leute, über die ich eine Sache ganz, ganz sicher weiß. Wenn sie etwas geschenkt bekommen, sind sie gern sofort dabei in einer Markenkommunikation. Das ist jetzt hier mal symbolisch. Die sind aus diffusen Quellen und ich weiß im Grunde überhaupt nichts über ihre Beziehung zu mir und meiner Marke, sondern ich weiß, die gewinnen ganz gerne mal was. Und wenn es was umsonst gibt, dann springen die drauf. Ich habe darüber hinaus einen grandiosen Push-Kanal zur Verbreitung von Nachrichten auf Facebook, was ich auch hätte haben können, wenn ich einfach einen Blog gemacht hätte, einen RSS-Feed, was auch immer. Ich habe ganz viele Menschen, denen ich sagen kann, wir wünschen euch ein sonniges und erholsames Wochenende, wo man sich die Frage stellen muss, ich habe jetzt hier Vapiano rausgegriffen, ich hätte jeden anderen nehmen können, wie gut oder schlecht passt es zur Marke und wie sehr korreliert das mit der Art von Dialog, die ich mir mal vorgestellt habe, wenn die sagen, danke. Das ist das, was ich habe. Ich kann also sehr, sehr vielen Menschen, bei Vapiano sind es sogar noch mehr, ein sonniges und erholsames Wochenende wünschen. Was hat Marke A jetzt ganz sicher nicht? Eine Markencommunity, die an Dialog mit der Marke auf Augenhöhe interessiert ist. Denn das, wo die herkommen und die Quellen, über die ich die gewonnen habe und die Mechanik, sagt mir, es ist kein dialogisches Element, über das sie gekommen sind. Es gibt kein dialogisches, intrinsisches Interesse an meiner Marke. Ich weiß, die sind sehr interessiert an iPads. Im Grunde wären sie also besser aufgehoben in der Fanpage von Apple, weil iPads finde ich auf jeden Fall gut. Das sind auch keine Menschen, die anderen begeistert von ihren positiven Erlebnissen mit der Marke erzählen werden. Weil auch das habe ich im Grunde nicht rausgefunden, weil es tatsächlich keine Beweisebene dessen gab, sondern es gab eine Push-Kommunikation. Das ist etwas, was ich mit denen vielleicht noch entwickeln kann, aber ganz sicher sind es nicht die Menschen, die das von Anfang an waren und ganz sicher sind es nicht richtige Fans meiner Marke, weil das weiß ich im Grunde nicht. Sie werden sicherlich auch nicht Input geben und mir als Marke dabei helfen, näher an ihren Bedürfnissen oder Wünschen zu sein, weil im Grunde ist deren Bedürfnis oder Wunsch, und das kennen wir aus diversen Kampagnen, ich habe jetzt zu Martin gezeigt, das nächste Gewinnspiel, weil eine ganze Menge Leute werden da nicht gewonnen haben. Ich habe also einen Kanal, der zukünftig, und das ist tatsächlich in der Kommunikation und in der Strategieentwicklung ein Riesenproblem, der zukünftig immer mal wieder die Frage erhalten wird, wann gibt es denn das nächste Gewinnspiel? Das ist übrigens auch etwas, was man zeigen kann, wenn Glitzerfrosch-Mitglieder in einem Gewinnspiel in eine Markenseite gekommen sind, dann kippt dort die Kommunikation und dann gibt es dort auch Diskussionen darüber, ob dieses Gewinnspiel fair oder nicht fair war und ob man nicht die Regeln verändern müsste und wann es denn das nächste Mal was geschenkt gibt. Man kann sich das, ich gucke mir immer gerne die Miracoli-Fanseite an, die Miracoli-Fanseite ist mal gestartet, da hatten die 200 Fans und ein Fiat 500 zu verlosen. Im Grunde besteht die gesamte Kommunikation der Marke heute mit Nachfragen darum, wann das nächste Mal ein Gewinnspiel abgefeuert wird. Man muss sich dann die Frage stellen, wieder im Prozess zurückgehen, ist denn das, was ich das wirklich, was ich mit einer Social-Media-Strategie erreichen wollte? Sind es 50.000 Menschen, bei Miracoli sind es 25, glaube ich, die nach Gewinnspielen fragen, was ich erreichen wollte? Oder hätte ich das nicht auf einem anderen Kanal sehr, sehr viel einfacher erreichen können, mit 25.000 Leuten diese Art von Kommunikation zu führen? Also wofür brauche ich dann eine Social-Media-Kampagne?
Ja, das kann man sich dann auch fragen, wieder nur anders, Herr Bornschein. Die erste Regel, und wir sind tatsächlich im Bereich der goldenen Regeln, auch das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Als allererstes würde ich mir die Frage beantwortet sehen wollen bei Marketingverantwortlichen, was ist denn der Grund, warum Menschen mit mir interagieren sollen und warum brauche ich den Dialog überhaupt? Wenn wir uns Kampagnen wie Priel angucken heute, dann haben die doch vor allen Dingen ein Problem, nämlich Priel kennt jeder, hoffe ich, ansonsten erzähle ich es nochmal. Nein, kennt jeder. Die beantworten die Frage nur unzureichend, wozu es überhaupt eine Community braucht. Im Grunde ist eine Sache bei Priel klar, es gibt ganz viele Blumen und ganz viele Vögelchen, also wollte Priel das im besten Falle, wenn die Community willfährig interagiert, die Community interagiert und am Ende eine Flasche mit Blümchen und Vögelchen rauskommt. Priel wollte ganz sicher nicht, dass irgendjemand da was frei draufmalt. Dann ist aber die Frage, wozu brauchen die Community? Sie hätten ja auch selber eine Saisonflasche mit Blümchen und Vögelchen herstellen können. Also warum brauche ich Fans? Warum will ich mit den Fans interagieren? Und das ist tatsächlich etwas, das klingt furchtbar banal, was mir ganz viele, und ich bin auch Konsument, ganz viele Social-Media-Kampagnen von Marken heute nicht beantworten. Warum brauchen die mich? Warum soll ich ihr Fan sein? Die geben mir nichts dafür. Und insofern, und das ist ein Satz, den ich mir nicht ausgedacht habe, sondern Christian Gast, ehemaliger Innovationsdirektor bei InterOne, würde ich mir einen Satz immer klar machen, schenken ist das neue Stehlen. Wenn klassische Kommunikation ein Prozess des Stehlens war, nämlich Stehlen von Aufmerksamkeit in einem Medium, in dem der Konsument nicht Markenkommunikation erwartet hat, einfaches Prinzip, wenn ich Fernsehen gucke, gucke ich Fernsehen und will die Werbung eigentlich nicht sehen. Wenn ich eine Zeitung lese oder ein Handelsblatt, dann kaufe ich mir das nicht wegen der Mercedes-Werbung, die da drin ist. Mir wird meine Aufmerksamkeit mit Markenkommunikation gestohlen. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Social Media funktioniert von der Denkrichtung, und das ist Push zu Pull am Ende, komplett anders. Ich muss mir die Frage beantworten, in einer Welt, in der der User, den ich erreichen will, durchaus die Wahl hat, welche Art von Kommunikation er sich angucken will, wie bringe ich ihn dazu, mir seine Aufmerksamkeit zu schenken und das freiwillig, obwohl er sich auch anders entscheiden könnte. Weil am Ende ist der Ich-möchte-nicht-mehr-Facebook-Fan-Knopf an genau derselben Stelle, an der vorher der Ich-möchte-Fan-werden-Knopf war. Da hebt ein Gewinnspiel sehr einfach drüber, weil ich muss ja Fan sein, um teilnehmen zu können. Wenn ich diese Frage, warum Menschen das tun sollten, nicht intrinsisch beantworten kann, dann habe ich etwas falsch gemacht in meiner Strategieentwicklung, weil das sollte die Frage sein, auf die es eine Antwort gibt. Warum entscheiden sich Menschen freiwillig, mich als Marke in einer Kommunikationshierarchie zu haben, in der sonst nur ihre Freunde kommunizieren? Und ich habe mal ein Beispiel, was ich immer wieder sehr beeindruckend finde und auch gut gemacht finde, mitgebracht. Das ist die Fanpage von Alverde Naturkosmetik, gehört zum DM-Konzern. Man hat gesehen, DM hat auch relativ viele Fans. Wenn man sich den Dialog dort mal anguckt auf der Fanseite, dann haben die vor allen Dingen 28.000 Fans, die echt interessiert sind an Naturkosmetik, die echt interessiert sind an jedem einzelnen Produkt, die sich unglaublich gut mit den Produkten auskennen und die vor allen Dingen ein Maximalmaß an Feedback darüber geben, was es jetzt als nächstes geben sollte. Also es ist tatsächlich etwas, das ist so relevant, dass es mich aussteigen lässt, weil ich nicht verstehe, was die da genau wollen. Und die kennen sich wirklich aus mit Naturkosmetik. Also das ist aus meiner Sicht das, wo eine Marke diese Frage extrem gut beantwortet, weil sie Fans dazu bekommt oder Fans an sich bindet, die ein tatsächliches intrinsisches Interesse an der Marke haben und am Dialog mit der Marke und die das auch ernst nimmt. Das heißt, was bei Alverde passiert ist, dass es durchaus Verbesserungen am Produkt gibt, wenn die ganzen Leute da sagen, man müsste daran mal was verbessern. Das ist für uns Außenstehende, Nicht-Interessierte an Naturkosmetik eine furchtbar langweilige Geschichte und es ist sicherlich eine Core-Community, aber was man aus dem Gaming schon gelernt hat und die haben Community Management mal erfunden, diese treuen Fans sind es am Ende, die rausgehen und weitererzählen, wie gut sie behandelt wurden. Und Relevanz ist eben auch abstoßend. Was für die da relevant ist, ist für mich vor allen Dingen unerklärlich, wie die wissen, was für Produkte und für Rezepte in dieser Naturkosmetik drin ist. Ein anderes sehr schönes Beispiel, was man sich mal angucken kann zum Thema Relevanz für Fans herstellen, ist die Fanseite von Kai Pflaume. Ich weiß nicht, ob jeder das Beispiel kennt. Kai Pflaume hat so 150.000 Fans, die glühend interagieren und gebunden sind da. Und Kai Pflaume hat mal, ich glaube, es ist ein gutes Jahr her, war auch ein Moment für mich, wo ich viel gelernt habe, ein Eichhörnchen-Video gepostet. Ein Eichhörnchen-Video, was er aufgenommen hat auf dem Weg irgendwie ins Büro oder was auch immer. Und dies war einfach nur ein Eichhörnchen, das den Baum hochkletterte. Und es gab, glaube ich, 2000 Kommentare von seinen 70.000 Fans, die dieses Eichhörnchen-Video einfach unglaublich toll fanden und wie süß das ist. Das hat mich abgestoßen, aber hat mir eine Sache gesagt, nämlich für die Zielgruppe, die Kai Pflaume erreichen will, und ich
würde die jetzt mal als so Schwiegermütter beschreiben, ist das etwas, was von höchster Relevanz ist, und es macht an der einen Stelle den Punkt, nämlich Relevanz ist auch Abstoßung des anderen. Und wenn man nicht versteht als Marke, dass, und darauf ist klassische Markenkommunikation ausgerichtet, nämlich niemanden abzustoßen, sondern einen diffusen Brei an Kommunikation zu machen, den potenziell alle eher gut finden können. Stellt euch einen Fernsehspot, den ihr kennt, vor und fragt euch mal, wen der abstoßen würde, sind nicht besonders viele, dann ist es eben in sozialen Kanälen absolut so, dass Abstoßung total wichtig ist, weil man erkennen muss, mit wem kommuniziert man da eigentlich worüber, und dann ist es Relevanz. Der zweite Punkt ist, sich klarzumachen, dass die richtigen Fans einer Marke auch nach Kampagnenablauf bleiben. Das ist zuerst mal eine budgetäre Frage. Es passiert häufig genug in der echten Welt, dass das Geld für Social Media alle ist, nachdem man mal was gemacht hat, und dann wird es halt in dem Moment schlecht. Grundsätzlich ist es so, Fans, die sie in einer Kampagne gewonnen haben oder wie auch immer gewonnen haben, auch wenn sie ein iPad verlost haben, aktivieren sie wirtschaftlich erst im Ablauf eines Jahres oder zwei Jahren, nämlich wenn die dabei bleiben. Das Ganze macht rechnerisch erst dann Sinn, wenn sie verstehen, sie tun das jetzt nicht für jetzt, so wie sie eine klassische Kampagne planen würden, sondern sie tun das für ein diffuses Später. Und deswegen planen Sie das ja. In dem Moment, wo Sie live gehen mit irgendetwas, sollten Sie sich relativ klar darüber sein, was wollen Sie diesen Menschen das nächste Jahr über erzählen und wozu brauchen Sie die auch über einen Zeitraum von einem Jahr. Besser, Sie wissen es auch relativ lange, also in Ihrer Marke drin. Ein Jahr fände ich jetzt erstmal eine Dimension, die fast schon revolutionär wäre für das, was man so sieht online. Dritte Frage, versetzen Sie sich in die Lage der Fans und beantworten Sie eine ganz simple Frage, und das ist im Grunde etwas sehr, sehr Persönliches, an dem man messen kann, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Social Media Kampagnen zielen darauf ab, dass Menschen Botschafter einer Marke werden und bereit sind, etwas weiterzugeben. Früher hat man mal gesagt, Dinge sollen viral werden. Es gibt einen sehr einfachen Indikator dafür, ob Ihre Kampagne viral werden würde, nämlich die Frage, würden Sie selber Ihren Freunden das weiterleiten, wenn Sie nicht bei dieser Marke arbeiten würden, und finden Sie es cool genug, dass Sie es im privaten Umfeld weiter verbreiten würden? Wenn man diese Frage mal stellt, und ich habe das in ein paar Marketing-Meetings schon mal gemacht, dann stellt man relativ schnell fest, in Marketingabteilungen machen Menschen Sachen, die viral werden sollen, die sie selber nicht verbreiten würden. Wenn ich an diesem Punkt gelange, festzustellen, unsere Viral-Kampagne ist nicht gut genug, dass ich sie selber weiterverbreiten würde, dann muss ich mir doch berechtigterweise, und das ist reiner Menschenverstand, kein Marketingwissen, die Frage gefallen lassen, aber warum soll das dann viral werden bei irgendjemand anders? Sie sind ja auch nicht döver als du. Und grundsätzlich ist genau das die Hürde, über die eine Kampagne, die in irgendeiner Weise weitererzählt werden soll, ich will ja gar nicht konkrete Kampagnen erzählen, überspringen muss, nämlich: Bin ich dazu bereit, das weiterzugeben? Ist das toll? Ist das etwas, was mich begeistert? Wenn man sich bei Unternehmen mal hinsetzt, dann gibt es ja manchmal so Twitter-Kanäle. Und es ist immer ein interessanter, frappierender Moment, wenn man sich vorher mal die Twitter-Kanäle der Marketeers angeguckt hat und ihnen dann sagen kann, du hast im letzten halben Jahr nicht einen einzigen Link von euren Kampagnen gepostet, sind die nicht gut genug? Dann wird es immer relativ schnell klar, was gemeint ist, nämlich, warum sollen andere das viral toll finden? Warum sollen andere das weitergeben zu ihren persönlichen, privaten Freunden? Weil das wollen Marken in dem Moment. Und dann sind wir wieder beim Anfang. Insofern ist es ein Kreisschluss. Die Frage ist, warum braucht Ihre Marke eigentlich Dialog und Interaktion? Und wozu Fans? Und ich habe ganz am Anfang gesagt, viele Marken launchen Facebook-Fan-Seiten im Wesentlichen deswegen, weil man das jetzt so macht. Das ist kein Grund, der dazu führen wird, dass es irgendwann mal erfolgreich wird, sondern die Antwort auf diese Frage ist es. Ist es Input, den Sie brauchen? Ist es tatsächlich einen wirklichen Unterschied machen, den Fans da können? Ich nehme mal ein gutes Beispiel von Crowdsourcing, was man sich unbedingt mal angucken sollte, ist eigentlich das Schönste, und runterzuladen unter ldd.lego.com. Der Lego Digital Designer ist aus meiner Sicht eines der besten Crowdsourcing-Instrumente. Was man da machen kann, ist, sich ein ziemlich gutes CAD-Tool runterzuladen und mit allen Lego-Bausteinen, die es so gibt, Modelle zu bauen. Die Dinger kann man auch wieder hochladen und damit Lego zur Verfügung stellen. Jetzt muss man verstehen, Lego spart dadurch Geld, weil Menschen, die bei Lego Sachen designen, die kosten normalerweise Geld. Jetzt würde ich dann im zweiten Schritt raten, mal nach Lego Digital Designer bei YouTube zu suchen und sich anzugucken, wie viele Videos da ungefähr gibt. Und da wird man zwei Arten von Videos finden, nämlich eine Art von Video ist die von den Menschen, deren designtes Element dann in den Flagship-Store bei Lego in den Verkauf gekommen ist. Die sind nämlich
unglaublich gerührt, dass sie kostenlos etwas für Lego machen durften, was sonst Geld kostet bei Lego, weil sie sind Teil der Marke geworden. Und dann gibt es Variante Nummer zwei. Das sind ungefähr 6-minütige Filme, und ich habe deswegen keinen reingemacht, weil keiner unter 6 Minuten ist, von Kamerafahrten rund um diese virtuellen gebauten Objekte, im Wesentlichen Unimox. Die, ich habe mal überschlagen, ungefähr irgendwas im Bereich von 100 Millionen Views auf sich vereinigen. Also insofern, Lego hat sich sehr klar an die Frage beantwortet, wofür sie Fans brauchen, nämlich einmal, um Kreativität inzusourcen, die sonst Geld kosten würde, und zum anderen, um das hohe Lied von Lego weiter zu singen, weil diese Menschen, auch wenn sie nicht in den Flagship Store kommen, einfach unglaublich begeistert sind und jedes Video eines Lego Digital Designer Objektes am Ende eine Markenbotschaft ist, wie sie Lego besser hätte nicht senden können. Interessant in dem Zusammenhang übrigens auch, das hat dann was mit Kontrolle der Marke zu tun, das Verhältnis, hat das mal jemand recherchiert? Nee, ich kann es aber erzählen, von Filmen der Marke Coca-Cola, die Coca-Cola selber gedreht hat und die andere über Coca-Cola gedreht haben. Ich habe die Zahl da zufällig. 26 Millionen Views entfallen auf Filme, die Coca-Cola selber gedreht hat, 120 Millionen auf die Fans. Im Grunde hat also die Fanbase der Marke Coca-Cola das Markenbild auf YouTube zumindest mehr im Griff, als es Coca-Cola selber hat. Das ist etwas, wo die Frage, wozu brauche ich eigentlich Fans, also das Weitererzählen der Markenbotschaft, sinnvoll beantwortet ist aus meiner Sicht. Fünftens, in einer Markenkommunikation, und das fällt gerade klassischen Marketing-Menschen mit BWL-Hintergrund relativ schwer, wird es dazu kommen, dass Sie als Markenverantwortliche anfangen müssen zu denken wie ein Redakteur. Da sind PR-Agenturen, ich habe das vorhin gesagt, PR-Agenturen haben eine relativ hohe Qualität in Social-Media-Kampagnen, wenn sie sie dann machen, näher dran. Sie müssen sich die Frage beantworten, wer ist meine Öffentlichkeit, welche Themen sind relevant dafür, und das kann tatsächlich auch, ich denke Martin Oetting wird es vorhin erzählt haben, markenabseitig sein. Es kann tatsächlich die Frage beantworten oder Themen sein, die Frage beantworten, in welcher Welt existiert meine Marke, also redaktioneller Content. Und was kann ich anbieten, dass ich jeden Tag interessant bin? Es ist am Ende ein Prozess, in dem man sich in eine Situation reinversetzt, als wäre man ein Medium. Und das ist nicht klassisches Kampagnenmarketing, sondern das heißt, sich jeden Tag die Frage zu beantworten, was ist eigentlich interessant für die Menschen, mit denen ich interagieren will, weil sie sich freiwillig dazu entschieden haben, sich all das anzugucken. Und wir kommen schon zum Ende. Ich bin hier relativ schnell. Eins will ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Ich habe mal so ein Indianer-Ding genommen, ich lese es mal vor. Erst wenn das letzte iPad verlost, der letzte Reach-Block gebucht und die letzte Facebook-Plattform-Regel gebrochen ist, werdet ihr merken, dass man Fans auch einfach kaufen kann. Und zwar bei fanslave.com. Danke.